Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind wieder live auf Twitch mit Sims 4 und unserer Seasons Gold Digger Challenge. Und wir sind im Part 16 schon. Wir nehmen den Part direkt im Anschluss zum letzten auf. Da haben wir die kleine Sadie zur Welt gebracht, das Baby vom Clown. Und heute findet das große Umstyling statt. Es findet, wie gesagt, direkt im Anschluss statt. Das Video wird circa eine Stunde gehen, ein bisschen weniger, sehr wahrscheinlich so 50 Minuten. Aber das macht nichts, weil wir hauptsächlich das Umstyling heute machen wollen. Und wir wollen mal anfangen, mit Patchy zu interagieren. Wir haben immer noch Sommer, aber in 2 Tagen müsste Herbst sein und dann beginnt auch Patchys Jahreszeit. Hier an der Seite seht ihr die Kommentare von den lieben Twitch-Zuschauern. Die sind gerade live mit am Start und begrüßen euch ganz lieb. Und eure Kommentare, die ihr unter das Video schreibt, werden wir am Samstag lesen. Da werden wir dann von 3 Videos die Kommentare lesen. Wobei das dann wahrscheinlich von der Menge ähnlich ist, weil sich es ja auf 3 verteilt statt auf 2. Genau. Meine Lieben. Dann wünsche ich uns jetzt ganz viel Spaß in diesem Part. Und let's go. Da ist nämlich auch schon unsere wunderschöne Dana. Aktuell noch Penny Dana, aber sie wird bald umbenannt. Und ich würde sagen, wir gehen auch direkt in den Kass, oder? Also... Ja, doch, wir gehen direkt in den Cast, würde ich sagen, damit wir das Umstyling auf jeden Fall schon mal erledigen. Ich mache uns auch ein bisschen Musik dazu an. Schön. Ich glaube, so schnell waren wir auch nach Partstadt noch nicht im Cast. Sehr cool. Okay. So, also... Ah, ich hätte vielleicht diese Mod reinmachen sollen, dass sie jetzt nicht die ganze Zeit rumhext, ne? Boah, sie ist so schön, ey. Das hat ihr so gut gestanden, oder? Ich muss die, glaube ich, mal kurz in meiner Offline-Galerie speichern. Ich lade sie nicht in die Galerie hoch. Sie ist schon in der Galerie hochgeladen bei der Nicole. Können wir nochmal den Ace oder Mini, weiß von euch gerade jemand die ID von Nicole? Oder Nicole, magst du sie selbst? Also weiß jetzt gerade nicht so genau auswendig, ob wir da irgendwas haben. Für alle, die den Sim runterladen wollen. Ihr steht alles, ihr steht wirklich alles. Also wir haben gesagt, dass wir jetzt in die orange Haarfarbe wollen. Ah, perfekt, danke schön. Ja, da. Also wenn ihr unsere Original-Dana runterladen möchtet, könnt ihr das gerne unter dieser ID machen, ohne Custom Content. Sie ist dann basic und könnt sie dann aber noch umstylen, sozusagen. Also falls ihr auch Custom Content überhaupt im Spiel habt. Eine unglaublich schöne Frau. Okay, wir wollen orange machen. Wir wollen sie in einem, ja, eher... Labius Glornata. Cozy Herbstlook haben, ne? Oh, wir hatten ja auch gesagt, dass wir ein bisschen rumexperimentieren wollen. Ich muss nämlich gerade dran denken, dass ja Patchy aussieht wie ein Stecken, weil er ja so spargeldürr ist, weil er ja wirklich nur aus Stroh besteht. Da war ja die Überlegung, ob wir ihr auch körpertechnisch immer eine Veränderung geben, ne? Aber andererseits finde ich natürlich die Kurven gerade sehr schön bei ihr und ich glaube, dass das auch mit so einem muckeligen Herbstoutfit schon auch schön aussieht, ne? So übergroße Pullis und so. Ja, wie ist eure Meinung dazu? Wäre auch gut, für Kleidung, die gut zu Gärtnern passt, ja. Ich mach sie mal eben erstmal blanko. Dass wir den Basic Sim sozusagen vor uns haben. So wunderschön, diese Frau, ey. Mira, Hallöchen. Den Skin hatten wir aber noch nie geändert, oder? Den hatten wir immer gelassen. Oder täusche ich mich? Sommersprossen brauchst du unbedingt, oder? Oh, das Outfit ist auch so toll, ne? Das hatten wir gar nicht so oft gesehen an ihr. Schade. Skin ist geblieben, ja. Genau, entweder Kupfer oder Orange. Wir gucken da jetzt mal, was da am besten passt. Ich mache sie erstmal nackelig. Steht ihr so gut? Ja, das stimmt schon, ne?
Für den Weihnachtsmann kann sie wieder Kurven bekommen. Das war ja auch so die Überlegung vielleicht, ne? Dass wir dann sagen, dass da sie sich wieder ein bisschen verändert. Dass sie halt bei jedem Mann eine Komplettveränderung halt hat. Weil sie kann ja auch zaubern. Wir können ja gleich mal am Rädchen drehen und mal gucken, ob das zu viel ist oder ob es passt. Dinolein, wie geht's dir? Schön, dich zu lesen. Wie war dein Tag bisher? Genau, aber der Pirate Lady, wir haben gesagt, dass wir wahrscheinlich diesen Trank aus dem Belohnungsstore nicht nehmen wollen, weil der wohl extrem ist. Also der macht wohl wirklich super duper duper schlank und wir wollen es ja auch nicht übertreiben. Also, ja. Soll ich mal drehen und wir gucken? Oh, Bonza. Vielleicht so? So hat sie immer noch schöne Kurven. Genau, bei Olivia war es ja schon wirklich sehr stark, ne? Lena, hallöchen! Genau, weil der Trank, weil ich, also ich finde jetzt die Figur schön. Ich fand auch die Figur vorher schön, versteht mich da bitte nicht falsch. Ich glaube aber, dass es für sie schon wichtig ist, dass sie sich halt wirklich stark verändert. Und der Patchy ist ja wirklich so ganz arg brutal dünn. Und ich glaube, das wäre mir dann vom Verhältnis her ein bisschen wild, wenn er so extrem dürr ist. Ich meine, er wird ja dann eh zum Menschen, dann hat er ja eh einen Menschenkörper so. Aber ich glaube, das passt dann irgendwie besser. Dann hat sie sich da vielleicht irgendwie vorher mit einem Trank oder so bemüht. Also irgendwie finde ich das tatsächlich direkt gut, ey. Weil es auch so wild aussieht. So ungebändigt irgendwie. Oh mein Gott. Ich hatte die Frisur noch nie. Der geflochtene Zopf ist auch echt schön, Carrie. Ich hatte die Frisur aber auch noch nie gehabt. Oh mein Gott, wartet mal ab, bis wir Sommersprossen haben. Passt mal auf. Die Unschuld vom Lande und so. Ja, Natural Beauty. Mhm. Auch gar nicht viel Make-up und so, meinst du dann, gell? Wo sind denn meine Sommersprossen? Hallo! Hallo! Entschuldigung! Die Augen so lassen? Ich glaube, wir hatten die Augen beim letzten Mal nämlich bewusst grün gemacht, wegen Clown. Sollen wir die Augen so lassen? Ja? Strahlend blau, braun. Oh mein Gott, sie ist so krass schön, ey. Wie wandelbar die Sims sind, Leute. Ich komme nie drauf klar. Wir schauen einmal, welches Grün das ist. Dann merken wir uns das. Gott, wie man es einfach nie erkennen kann. Seht ihr das, welches Grün das ist? Ich sehe es leider nicht. Wo ist denn das Köstchen drum? Seht ihr, was eingeloggt ist? Die Frisur ist großartig, gell? Hallo Sophie. Oh, aufregend. Okay. Mhm. Über den roten Augen links.
Ah, sorry, links. Oh ja, true. Oh, danke schön. Okay, hier. Oh Gott, das kann ich mir doch niemals merken. Neben dem Braun, neben dem Dunkelgrün, okay? Oh, shit. Oh mein Gott. Hilfe. Das ist schon toll, Leute. Wir können uns da niemals entscheiden. Ja, Junge, mach mir doch keine Angst. Ich finde braun auch. Wir haben sehr oft blonde. Wir haben sehr, sehr oft blaue Augen, Leute. Ich finde braun, glaube ich, auch mal wirklich toll. Wir haben sehr, sehr oft blaue Augen. Wir haben sehr oft diesen krassen Kontrast mit dunkel und blond. Dunklen Haaren, blauen Augen. Vielleicht ist hellbraun wirklich mal toll. Genau, blau dann wieder bei Väterchen Frost und weiße Haare. Großartig. Also das nenne ich auch Herbst, ne? Ich will nur mal ganz kurz schauen, wie das mit dem Hut ist. Ich hoffe, der Hut funktioniert. Beweg dich nicht! Oh mein Gott. Es ist zu süß, oder? Es ist einfach unglaublich süß, Leute. Ich kann es nicht glauben, wie schön sie ist. Ich finde es so toll, ey. Das ist einfach... Ich liebe dieses Spiel. Dieses Barbie-Spielen ist so wundervoll. Dieses... Na, Barbie spielen, ich sag's, wie es ist, ne? Das Outfit ist halt auch einfach cool dafür, ne? Sie ist einfach ein ganz neuer Mensch. Musik? Wo bist du? Bunkus Galarne Beshna. Ja, ich glaube, tollpatschig würde schon echt gut zu ihr passen, ne? Stellen wir sie gerade richtig süß tollpatschig vor irgendwie. Gelb. Oh, das sieht so schön aus. Warte mal, vielleicht doch den Hut noch in einer anderen Farbe. Manche Outfits hätte ich gerne in real life, das verstehe ich. Na, wobei der in einem dunklen Ton schon gut aussieht, ne? Namen machen wir zum Schluss. Das Witzige ist, Patchy hat genau den gleichen Hut, deswegen passt es halt so gut, ne? Das ist halt auch süß, ne? Sie sieht super unschuldig aus, ja? Total krass.
Der ist aber auch süß. Und dann würde ich ihr vielleicht noch so ein richtiges Helferchen-Anzug geben. Also was, wo schreit, ich gehe jetzt in den Garten und da werde ich jetzt erstmal hier Unkraut rupfen. Rupfen vor allen Dingen. Was ist denn das jetzt für ein Outfit? Das ist das Patchy. Das sieht einfach scheiße aus an ihr. Ah, geil. Das könnten wir dem neuen Patchy geben. Wartet mal ganz kurz. Mach doch mal eine Pose. Patchy, ey. Guck mal, die Füße. Ich hatte noch irgendwo diese Posen. Ich hab's leider vergessen, wo das war. Bei welchem der Charaktere das war. Bei welchem der... Bei Abenteuerlustig? Nee. Kleptomanisch? Oh ja, danke Ace. Das sind sogar die Männerposen, die wollte ich. Gracias! Gut! Du kleiner Räuber, du. Sie ist gar kein Räuber, das ist ja ihr Outfit, also. Okay. Genau, noch so ein Gartenarbeit-Outfit brauchen wir. Eddie, hallo! Na, meine Liebe, guck mal! Erkennst du sie wieder? Das ist Dana! Ja, man erkennt sie gar nicht mehr wieder, gell? Ich weiß. Nee. Nee. Das, finde ich, hat aber auch ein bisschen was von Herbst, oder? Oh. Wobei wahrscheinlich eine Hose und so besser wäre, gell? Latzhose. Jep. Latzhose, Leute. Wo ist die Latzhose? Was ist denn das? Uff, das ist ganz hübsch, ne? Latzi, wo bist du? Ich sehe sie nicht. Ein Latzkleid. Nadine, hallöchen. Bunkus Galarne Beschna. Ah ja, das hier habe ich gesucht. Das ist zwar auch für Männer, es sieht leider bei den Frauen nicht gut aus. Oh Mann, schade. Ist leider verformt bei den Männern, bei den Frauen. Dafür ist es zu kalt. Weil wir im Herbst spielen. Ja, okay, hier hätten wir eine. Aber ich finde die gar nicht so herbstlich, ehrlich gesagt. Ach, schade, dass sie von dem CC Creator nicht passt. Hätte ich gerne benutzt. Aber ja, dann gucke ich mal bei Nicht-CC.
Weihnachtskleider. Das finde ich halt auch zu kalt. Das ist an der Seite offen, da friert man doch. Die ist auch offen. Ja, gut, aber ist trotzdem süß, ne? Dann nehmen wir halt die. Auch ein Hut? Patchy kann sie ja wärmen. Oh, das ist ja süß. Guck mal, mit dem Gelb. Eva, Hallöchen. Das nehmen wir auch. Dann haben wir das Outfit. Wir haben dieses Outfit und wir haben dieses Outfit. Und das finde ich ja mal insane toll, ey. Davon mache ich auch direkt ein Foto jetzt von ihr. Für den Stammbaum. Nicht blinzeln. Gut. Sehr schön. Okay, dann machen wir noch die anderen Outfits. Oh. Nee. Ja, oder, Eva? Sie hat einfach wieder eine komplette Typveränderung hingelegt gerade. Ich muss nur schauen, woher die Haare waren. Verdammt, welche Haarfarbe hatten wir denn jetzt? Die da, ne? Ja. Glück habe ich gerade ein Foto gemacht. Zur Abendkleidung. Ja! Wäre ich jetzt voll verunsichert gewesen. Hier würde ich aber auch eher so ein Bauernkleidchen nehmen, ne? Also so ein... Irgendwas ist hier jetzt anders. Nee. Ist halt die Frage, ob wir bei manchen Outfits eher so ein bisschen was geben, wo sie sich dann... Na, guck mal, das passt schon gut, ne? Da ist es dann halt ein bisschen kühl und sie hat sich warm angezogen. Noch eine Jacke übergezogen. Also ich bin ja, Kari, die Frage muss ich jetzt mal abgeben an die anderen, genau. Ja, mach das, Sophie. Na klar, ist ja immer gut, schon mal vorbereitet zu sein, ne? Wir müssen eigentlich dieses Kleid nehmen, weil das ist ja eine Sonnenblume und so, ne? Herbst. Das passt ja schon. Können wir machen, oder? Die finde ich relativ ähnlich. Leuchtet mühwehr vielleicht, aber... Aber das Kleid nehme ich sonst auch nicht. Und eigentlich passt es hier ja jetzt perfekt. Ja, das sollten wir nehmen. Oh, sie hat die Messerohrringe wieder an. The theory is so cabra.
So, warte mal, das ist ja jetzt... wie könnte man ihn am besten verfügen? Achso, nee, wir sind ja im Sportoutfit. Auch im Herbst ist manchmal ein bisschen warm. Das sieht cool aus. Schlafen! Da müssen wir wenig anziehen, meine Liebe. Ja, leider ist es immer schwierig, dann die passende Farbe zu finden. Ja, aber das passt. Ja. Das ist Schlafen. Hat sie jetzt kein Sportoutfit? Oh, sorry, ja, ich habe die Turnschuhe vergessen. Sorry, gucke ich gleich nochmal. Ist Patchy auch nicht gestorben bei dir? Mhm. Oh, süß, guck mal. Ja, da müssen wir nochmal schauen. Also, hat es denn, hast du es dem gespielt? Der war ewig Senior. Also, du hast versucht, ihn zu altern und es hat auch nichts gebracht. Oh mein Gott, das war so schrecklich. Schnell weg damit. Die Zeiten sind jetzt vorbei, Dana. Zum Glück. Huch. So, das ist jetzt das Ausgeh-Outfit. Eigentlich ist sowas auch cool, weil Patchy hat doch auch sowas an. Patchy ist bei mir zweimal in den Teich zu den Piranhas gesprungen und gestorben. Okay, also wenn wir es nicht hinkriegen, platzieren wir diesen Piranha-Teich, ja? Das klingt gut. Wo sind die Gummistiefel? Ah, wobei... Übertreib nicht deine Base, ey. So, falls wir mal schwimmen gehen sollten mit diesem Mann. Super. Ich finde auch, ihr stehen diese buschigen Augenbrauen total. Ja, Sommer werden wir sie wahrscheinlich nur kurz noch sehen, weil sie ja dann eh... Wir leben ja im Winter. Im Herbst. Da wird sie das Sommeroutfit jetzt wahrscheinlich nicht mehr viel tragen. Oh. Ja, da wäre jetzt natürlich auch so eine Hose cool, die ein bisschen nach Hofarbeit schreit, ne? Oh, das ist natürlich nichts. Weiß ich jetzt nicht.
Challenge ist so toll. Ich liebe es so sehr zuzuschauen und selbst zu spielen. Dankeschön. Ja, ich freue mich auch total, dass die bei euch so gut angekommen ist. Also ich habe mich auf jeden Fall sehr drauf gefreut, die mit euch zu spielen. Aber ich hätte nicht, also nicht gut, ich denke eh immer, naja, mal gucken, ne, wie es wird. Aber ich freue mich total, dass für euch die Challenge auch so viel Spaß macht, selbst zu spielen. Also das ist halt auch richtig cool. Also, abgesehen davon, dass es natürlich auch gut ist, wenn es mir Spaß macht, weil ich muss ja dann spielen letztlich, finde ich es halt auch total klasse, dass es euch so viel Spaß macht. Mega. Oh, wait, jetzt können wir auch dieses kurze, die kurze Latzhose eigentlich nehmen. Das hier. Da sind Sonnenblumen drauf! Yep, nehmen wir. Wir nehmen noch den Hut. Mhm. Das ist ja der offizielle Patchy-Hut. Furchtbar aus. Wir nehmen den CC-Patchy-Hut. Ja, aber sie hat ja die Beine komplett nackig. Also ich glaube, das ist vielleicht ein dünnes Langarm-Shirt. Das wird schon gehen, Diana. Das wird schon gehen. Ich denke, dadurch, dass die Beine halt, wie gesagt, komplett frei sind, passt das bestimmt. Ich gebe ihr ausnahmsweise keine Gummistiefel. No. Oh, toll, solche Sandalen. Super Sache. So, Haare weg. Oh, Saverina, Hallöchen! Ey, wegen dir hab ich einen Ohrwurm. Ja, wegen dir. Ich weiß jetzt, nee, oh mein Gott, der ist weg. Er ist weg. Wir dürfen ihn nicht wieder anfangen. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wie das Lied ging. Aber ich hatte einen Ohrwurm von deinem Sound Alert. Aber ich habe ihn wieder verloren. Wir dürfen jetzt eigentlich nicht drüber reden. Welcher war das? Nee, ich will es gar nicht mehr wissen. Es war dein, ich glaube, aber bitte nicht singen. Ich glaube, dein Follow-Sound-Alert oder der Sub-Sound-Alert. Ich bin mir nicht ganz sicher. Den hatte ich im Kopf auf jeden Fall. Ja. Hallo, ich hoffe, dir geht es gut. Ich hoffe, du hast gestern noch viel Spaß gehabt. Und bist nicht auf die Nase gefallen. Oh. Oh, das ist ja auch süß. Guck mal, das könnten wir auch nehmen. Wobei wir wahrscheinlich das nie sehen werden. Der Drache. Ich habe nur die Melodie im Kopf. Ich weiß es ehrlich nicht mehr. I don't know. War aber schön. Ich habe nur die Melodie die ganze Zeit gesummt und sag irgendwann so, ey, warte mal, wer hat diesen Alert? Wieso habe ich den jetzt im Kopf? Und dann haben wir festgestellt, dass es deiner ist. Oh ja, true. Nicht in den Kopf kriegen jetzt. La 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 la. Ich darf das jetzt nicht lesen. Hört auf, Leute, ich lese das jetzt nicht. Guck mal, wie sieht das aus? Ah, nee, an der Stirn glitscht das so komisch, gell? Nee, das geht nicht an der Stirn. Ja, okay, gut. Saverina weiß jetzt, welchen wir meinen. Das reicht auch jetzt mit dem Lied. Es reicht. Safi, hast du eigentlich irgendjemanden schon erzählt, dass wir? Zufällig? Wir haben doch gar nicht drüber gesprochen. Also ich nicht. Guck mal, das sieht doch schön aus. Ich sing das jetzt, ne? Ich sing gar nichts. Nee. Haare weg. Wir brauchen nochmal die Frisur von drüben. Welche war denn das? Ah ja, hier. Ja, viel besser. Guck mal, wie süß sie aussieht. Gut. Gut, guck, fertig, Leute. Ich finde sie so süß, ne, gell? Oh. Schön. Okay. Na gut, dann müssen wir eigentlich nur noch schauen. Oh, der Lippenstift. Ja, das hat mir auch ein bisschen gefehlt bei den anderen Outfits.
tolle Frau. Und dann müssen wir ihn nur noch wecken. Besagten Pe- Ja, aber mach jetzt nicht übertrieben schön, ne? Das ist dein Schlafoutfit, Girl. Und Nadine, hallöchen! Nee, ich habe bewusst so viel, so wenig, so indirekt gefragt, dass es eigentlich nicht auffällt. Ich habe so versucht, so indirekt... Wow, ja, guck mal, das Sound-Alert! Ach so, weil sie keine Reizwäsche hat. Liebe ihre Augen, ja. Vor allen Dingen, soll ich dir mal zeigen, wie sie vorher ausgesehen hat? Wir müssen nochmal diesen krassen Vergleich gleich machen. Das ist echt crazy. Moment, zeige ich euch gleich. Ich zeige euch gleich nochmal vorher, nachher. Und Yassi, dankeschön für deinen Follow. Willkommen im Stream. Hallöchen. Gott. This is amazing. Okay, also das ist unsere Dana jetzt. Wir brauchen jetzt auch gleich noch einen Namen. Und ich zeig mal, wie sie vorher ausgesehen hat, okay? Ich hoffe, ihr seid ready dafür. Weil das ist krass. Ja, dann mache ich es halt umständlich. Das ist die gleiche Person. Ist krass, oder? Nicht hexen jetzt! Oh, Girl. Was? Gut, okay. Wir brauchen jetzt einen neuen Namen für unser Girl. Es ist Dana. Wir brauchen die Merkmale. Melancholisch darf raus. Liebt die Natur. Und unberechenbar. Wobei ich tollpatschig halt auch geil fand, ne? Aber wir können sie ja tollpatschig spielen. Sie muss ja nicht unbedingt tollpatschig sein. Ich krieg das auch gespielt. Liebt die Natur. Ja, ich werde es finden irgendwann. Unberechenbar großartig. Yassi, hallo! So, okay. Wir sind bei der Namensvergabe. Also sie wird ja immer Dana mit Zweitnamen weiterhin heißen. Wir brauchen jetzt einen Namen. Autumn. Tikva. Amber. Puck. Hazel. Autumn. Raven. Raven sollte dann das Kind heißen, haben wir uns überlegt. Mapel. Heaven. Soedin, ich habe schon gelesen, danke. Ja, Autumn kommt halt ganz oft, ne? Sienna. Krana. Amber. Hazel. Ja. Ja, habe ich nicht richtig ausgesprochen, Lena? Puck? Hazel oder Autumn? Ja, wir haben halt eine Hazel im anderen Let's Play, ne? Florence? Florence? Amber kommt von Edelstein. Heli, Zarina. Mary, Scarlett. Amber mit Betonung auf A. Ja, wie sonst? Ich weiß nicht, wie man Amber sonst sagt. Also vielleicht gibt es noch eine andere. Sprechweise Pansy oder Dahlia. Oh, ist das schwierig. Also wir machen gerne wieder eine Abstimmung, wenn meine Mods Bock haben. Ach, Amber. Ja, es wird immer noch so ausgesprochen. Sag an, ja. Yeah. Corona. Wir versuchen, ja, hat das was mit Herbst oder so zu tun? Wie der Wind, ja, Jelis, Aber Amber. Ich habe den Namen Amber noch, also ich kenne den nur als Amber. Alma? Alma. Oh, Alma fände ich auch schön, weil Alma auch sowas Älteres an sich hat als Name. Und ich das so ein bisschen mit
der Zeit, also Alma ist ein wunderschöner Name, bitte Leute, jeder, der heute Alma heißt, es ist wunderschön, dieser Name, aber der Name ist halt einfach schon ein bisschen älter und ich finde, dass das so ein schöner Farmdamenname ist. Also das passt für mich auch gut in die Frühzeit rein, wo man den Käse noch selbst gerührt hat und wisst ihr, wo man alles noch so, also ich finde Alma ganz toll. Fauna? Fauna klingt auch cool. Ja, vor allem Freya klingt auch cool. Willkommen, Hallöchen. Freya ist auch ein schöner Name. Madita wäre auch irgendwie schön. Sienna bedeutet rot-braun. Auch schön. Martha. Martha ist halt auch toll. Okay, Mini! Obacht! Also, Alma auf jeden Fall. Martha ist schon auch schön. Mit TH vielleicht. Martha, wie schreibt man denn Martha? Mit TH. Also die ist die gängigste Schreibweise. Dann lass uns auch mal. Ja, wobei das wieder unterschiedlich, ne? Martha mit ohne T, Martha mit H. Florence, abgekürzt Flo. Mapel oder Ahorn? Der Ahorn. Oder Ahornbaum. Hilda, hat ja jetzt wenig mit Patchy zu tun. Du meinst jetzt Alma? Ja, aber können wir den trotzdem mit reinnehmen, bitte? Kann mit und ohne schreiben. Ah, okay. Deine Oma hieß mit Martha ohne H. Okay, Adelgunde, okay. Wir driften ab. Leute, also, was passt zu Patchy? Patchy ist eine Vogelscheuche. Wir leben im Oktober, im Herbst, Autumn. Ich finde, Autumn ist zu langweilig. Also, wir haben ja auch bei zum Beispiel, gut, Fleur, ne, war jetzt auch nicht der krasse, bahnbrechende Name, aber irgendwie muss es gut passen, aber darf auch nicht zu weit weg sein, wisst ihr? Patchy und Alma würden gut passen. Finde ich auch irgendwie voll süß, ne? Alma heißt Apfel, passt also, finde ich auch passend. Doch, guck, bei Alma Apfel, ne? Hazel, ja, Mann, Hazel würde echt gut passen, aber wir haben halt die Hazel im Werde-berühmt-Let's Play und ich glaube, mir sind es dann zwei, eine Hazel zu viel. Scarlet, Marble, Elara. Marble, da muss ich immer an die Marble-Reihe denken. Und Skadi, Hallöchen, ich würde sie November nennen. Ich bin einfach für Alma. Was würdet ihr von Alma halten? Chestnut, ach süß, muss ich mal Chestnut Witch denken. Ich bin schlecht, ich bin schwierig in Namen, es tut mir doch leid. Was ist mit Alma, Leute? Alma und Patchy. Es ist irgendwie süß. Wir haben so, ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals eine Alma hatten. Also ich kann natürlich auch verstehen, wenn jemand sagt, oh, ist jetzt nicht so mein Name. Aber ich finde es eigentlich ganz süß. Alma Dana Wilson. Bei Alma muss ich an eine Kuh denken. Bockwurst-Kuh. Haja! Alma die Kuh. Nein, ist doch ein echt schöner Name. Let's go. Alma, that's it. Love it. Ich liebe sie. Sie ist insane schön, ey. Hammer, Leute. Hammer. Ich speichere direkt ihr Bild ab. Wie sie auch verschmitzt guckt. Seht ihr das? Die weiß genau, was abgeht. So. Alma. Und dann ist es jetzt Patchy. Großartig. Wie sie sich verwandelt, ey. Ich pack's direkt auf die Webseite. Dann könnt ihr es nämlich auch direkt anschauen. Ja, save the game, ne? Sage ich dazu. Sie sieht wirklich sehr anders aus, finde ich auch. Hat sich total verändert. Du hast dich so verändert, Alma. Ich erkenne dich kaum wieder. Gut so. Ja, jetzt muss sie natürlich auch in ihre neue Rolle schlüpfen. Und bevor wir das machen, muss sie jetzt noch den Abschiedsbrief schreiben. Für den Clown, Leute. Nicht, dass wir das vergessen. Das geht ja nicht. Du kannst Patchy aus dem Vier-Jahreszeiten-Pack einfach platzieren
und genau, mit ihm interagieren. Das ist mal der Moment, wenn man trinken will, aber gleichzeitig muss man weiterlesen und dann... schwierig. So, dann schaue ich doch mal, ob sie es direkt auf der Webseite aktualisiert hat. Leute, look at this beautiful Stammbaum. Es sieht so großartig aus. Hier kommt Patchy hin. Und hier natürlich dann unsere Kleine, ne? Ist klar. Okay, Goodie. Dann, irgendwas wollte ich gerade Wichtiges machen. Was war's? Ich wollte irgendwas Wichtiges machen. Ach so, wir müssen den Abschiedsbrief schreiben. So, wie machen... Oh, wir müssen noch die Uhren in den Keller setzen. Schön. Ach toll, was wir schon alles erreicht haben. Rocky, was ist mit deiner Urne passiert? Das ist gar nicht er. Das Rocky Rabbit. Das ist der, den wir brauchen. Also ich liebe unseren Schrein auch ein bisschen, gebe ich zu, gell? Also ich finde den Schrein auch einfach nur super süß. Ist schon schön. Guckt. Ist doch schön. Oh, wo ist jetzt unser Geld? Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh, okay. Ja, ja. So gruselig der Clown, ehrlich, bin ich, ist, was? So gruselig der Clown. Ehrlich, bin froh, dass er weg ist. Leider. Ja, leider. Ist schade auch. Bisschen, ne? Ist ein bisschen schade. Wir speichern. Gute Idee. Oh, das freut mich aber, Yassi, dass du da so viel Auswahl hast. Das ist doch super. So, wir haben direkt ein Foto von ihr gemacht. That's important. Ach, guck, ich wollte eigentlich noch den aktualisierten Clown dahin hängen, ne? Naja, wobei, das passt schon. Okay. Dann brauchen wir gerade sonst nichts weiter. Oh, sie sieht so klasse aus. Unsere Tochter schläft noch. Hier ist Patchy. Geh da mal raus. Dieses Bild, ey. Sorry, Leute, ich muss davon leider an. Licht, ja, wir brauchen unbedingt noch Licht über Nimuels Schrein, da hast du recht. Ich muss davon jetzt leider... Oh, Entschuldigung, ey, Hilfe, hallo, ich möchte nicht wegfliegen. Hallo, ich, bring mich zurück. An den Anfang. Oh mein Gott, ist das ein tolles Bild. Love it, love it. Super. Du bist unser nächster Ehemann. Ich hoffe, du weißt es. Stell dich schon mal drauf ein. Wir werden Liebe machen. Bis du mir ein Kind schenkst. Also ihr. Natürlich. Gut. Oh, bin ich froh. Das hat gut geklappt. Dann lasst uns doch noch ganz schnell den Abschiedsbrief schreiben, bis der Enfi live geht. Und dann sind wir doch gut vorbereitet, würde ich sagen. No? 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 Sie passen richtig gut zusammen. Toll, gell? Einfach ein tolles Pärchen. Ey, das bin ja ich. Psst. Sandra, hallo. Nee. Ja. Sei bitte still. Baby schläft. Envy, psst. Könnt ihr mal alle? Gut. Oh mein Gott, vor allen Dingen, Safi, du glaubst es nicht, ne? Ich hab's vorhin schon im Stream angeteasert. Ich hab schon wieder eine geschrieben.
Momentan bin ich ein bisschen kreativ. Also ein bisschen. Die wird zwar nicht sofort gespielt, ich habe sie jetzt erstmal on hold gestellt, aber ich habe schon wieder eine Geschichte gestern geschrieben. Ich habe sie regeltechnisch noch nicht komplett ausgearbeitet, aber ich musste ja, wir haben ja drüber gesprochen, dass ich auf YouTube halt wieder ein Let's Play mache. Because Zahlen und diese wilden Dinge. Und dafür habe ich mir jetzt die Million-Dollar-Girl-Challenge ausgedacht. Ja, die Mini hat erstmal so einen Text gestern von mir gedrückt gekriegt, aber sie hat sich gefreut und das hat mich sehr gepusht. Genau, ich habe deswegen jetzt die Million-Dollar-Girl-Challenge angefangen und die ist aber eine Ein-Generation, also es ist keine Legacy. Das heißt, es ist wirklich so, dass ich plane dann, wenn die abgeschlossen ist, ich ein anderes stattdessen dann freitags spielen kann. Das ist so der Gedanke, aber das ist halt nur, wie gesagt, auf YouTube. Die Million-Dollar-Girl-Challenge ist nur auf YouTube. YouTube! So, wo waren wir stehen geblieben? Achso, wir müssen immer noch den Abschiedsbrief schreiben. Jetzt hört mal auf! Ihr lenkt mich ab. Wichtige Dinge. Nee, du kannst auch für ein Patchy zu untersuchen. War nur fürs Foto, komm. So, sie schreibt jetzt nämlich. Pst. Oh, sie muss noch ihr Buch fertig schreiben. Und wir tun jetzt so, als würde sie schreiben, Leute. So. Hey. Oh, ich muss erst mal gucken, wie der Typ heißt, ne? Das ist aber schön, Safi, finde ich. Ich finde es halt so cool, dass wir da so kreativ sein können. Das muss man dann auch ausleben, weil sonst bringt es dir nichts. Ne? Das ist ja auch das Schöne an allem, dass wir halt so kreativ sein können. Da müssen wir es, wie gesagt, auch ausleben. Ah, der Enfi ist live gegangen in der Sekunde. Was wollte ich gerade machen? Wie heißt denn der Typ? Wir müssen jetzt den Dialog noch führen. Wie hieß denn Nimuels Typ, Leute? Naja, gut, machen wir es halt anders? Cormac? Irgendwie so, gell? Wir machen einfach Liebster. Hallo, Liebster. Ich bin es. Dein Nimuel. Wie du weißt, ist mein Leben durchzogen von Trauer, Schuld und tiefer Dunkelheit. Ich habe gemerkt, Liebster, dass du ein sehr sonniges Gemüt hast. Du bist viel glücklicher ohne mich. Das ist mir lange schon aufgefallen. Und naja, ich habe mich dazu entschieden, meine Liebe zu Männern, zu dir, einfach zu beenden. Ich lasse es hinter mich und werde das Leben mit meiner wunderschönen Frau, ja, du hörst richtig, Frau, wir haben geheiratet. Verbringen. Ich denke, es ist für uns alle das Beste, wenn meine wunderschöne und äußerst attraktive und sehr heiße Frau und ich jetzt unsere Sachen packen und gehen. Du wirst mich also nie wiedersehen. Es ist, naja, es fällt mir nicht gerade leicht, aber es ist die richtige Entscheidung, denn, weißt du, mit diesem Gedanken alleine fühle ich mich selbst auch schon viel glücklicher. Ich glaube, das mit uns hätte nie eine Zukunft gehabt. Es tut mir sehr leid und es macht mich sehr, sehr traurig. Aber das ist ein Abschiedsbrief für immer. Lebe wohl und finde das Glück, nach dem du schon immer gestrebt hast. Ich habe dich geliebt, doch jetzt liebe ich meine Frau. Tschüss. Bam! Erledigt! Gut gemacht, Girl! Ey, du musst immer noch dieses Buch fertig schreiben. Hast du gerade meinen Puppen? Also, wir müssen echt mit unserem Hasen üben. Das kann nicht sein, dass die so aggressiv ist. Wir gehen jetzt gleich zum Enfi, Leute. Ich werde jetzt aber noch schnell ein Kuscheltier platzieren. Wir müssen mit ihr üben, dass sie nett ist. Sie ist ein kleiner, süßer Hase. Es kann nicht sein, dass sie immer so doll ausrastet. Das geht mir nicht rein. Hier ist ein Lama. Schau mal. Wo ist denn dieses süße Tier? Ja, ja, das macht die Ace. Die löst die gleich auf, die Vorhersage. Warte mal, welches Pack ist das? Ja, kannst du eigentlich schon machen, Ace. Dann ist es weg. Können wir eigentlich schon machen. Also das steht jetzt nicht mehr ab. Kleine Camper. This one! Okay. Guck,
süß. Weil dann kann sie nämlich ein bisschen üben, nett zu sein zu Tieren und so, ne? Sprechen und so, lieb sein halt. Guti. Okay, meine Lieben. Dann speichern wir die ganze Sache hier. Es war doch sehr aufregend gewesen. Hat mich sehr gefreut. Oh, warte mal, ist die Ace gar nicht da? Kann ich das auch wählen? Stürzt das Spiel heute noch ab? Nein, niemals. Vorhersage abschließen. So, Vorhersage ist aufgelöst, meine Lieben. Es ist nicht mehr abgestürzt. Bam. Okay, ja, ich hoffe natürlich sehr, dass sie euch gefällt. Also ich habe ja von Twitch schon, ja, siehst du, schlau, jetzt mal meinem Spiel vertraut. Ich habe ja von Twitch schon die Meinungen gelesen und gesehen, dass es vielen von euch, dass sie euch gut gefällt. Ich hoffe natürlich, dass ihr auf YouTube die gleiche Meinung habt, dass sie euch eben auch gefällt. Und schreibt mir sehr gerne eure Ideen für Patchy in die Kommentare. Da würde ich mich wie immer sehr freuen. Und Lirxa, dankeschön für deinen Follow. Willkommen im Stream. Also, ich beende jetzt den Stream, aber ich habe mich sehr gefreut, dass du reingeschaut hast. Vielen, vielen Dank an alle, die bei YouTube zugeschaut haben. Gerne bis nächstes Mal. Ich weiß, das war jetzt ein kürzerer Part, aber der nächste wird wieder länger am Samstag. Ich freue mich auf euch. Tschüss, ihr Lieben auf YouTube. Bye.